Der neue Jaguar XF macht schon bald Jagd auf Audi A6, BMW 5er und Mercedes E-Klasse. Nun hat es ja die britische Nobel-Marke traditionell nicht so ganz leicht, zur deutschen Premium-Konkurrenz richtig aufzuschließen. Aber der XF als neue Oberklasse von Jaguar, der hat schon eine Menge zu bieten. Ein elegantes Äußeres und auch jede Menge innere Werte. Und vielleicht ist diese Raubkatze ihrer Beute ja schon dichter auf den Fersen, als diese wahrhaben will. Auf breiter Ebene starten die englischen Herausforderer seit vielen Jahren ihre Attacken auf das deutsche Establishment. Noch bevor Jaguar mit dem SUV F-Pace den Markt aufmischen will, soll die neue Oberklasse XF für Unruhe sorgen. Und das tut sie traditionsgemäß mit nobler Gediegenheit, so als hätte die Queen persönlich die edlen Materialien im neuen Jack ausgesucht. Verzeihung, selektiert. Mit einer mutigen Front samt weit aufgerissener Schnauze, hinten allerdings mit einer etwas brav geratenen Heckpartie, setzt sich der neue Jaguar insgesamt elegant in Szene. Von der Seite betrachtet ergibt sich eine auffallend coupéhafte Form. Dennoch glänzt der XF sehr wohl mit praktischen Vorzügen. Mit sagenhaften 540 Liter Kofferraumvolumen übertrifft der neue Jaguar sämtliche deutsche Rivalen. Noch im Herbst 2015 tritt der Jaguar XF in den Showrooms der Republik in Erscheinung. Neben einem gut sichtbaren Head-Up-Display versorgt alternativ ein riesiger 10,2 Zoll Bildschirm mit allem rund ums Infotainment sowie mit Borddaten. Gegen Aufpreis hält InControl Touch Pro Verbindung zur Außenwelt und versorgt die Insassen des Jaguar XF ständig mit allen erdenklichen Informationen. Und das auf einem riesigen, freigestaltbaren 12,3 Zoll HD-Touchscreen. Wer jedoch als Fahrer lieber traditionell auf die Instrumententafel blickt, kann sich dort ein TFT-Display ebenfalls nach eigenem Geschmack einrichten. Als Antrieb gibt es zum Marktstart wahlweise zwei Diesel und zwei Benziner in fünf Leistungsstufen von 163 bis 380 PS. Wichtigster Motor in Deutschland dürfte der stärkere von zwei 2-Liter Vierzylindern Diesel sein. Er leistet 180 PS statt der 163 des Einstiegsdiesels. In 8 Sekunden von 0 auf 100, 230 Spitze und dennoch nur 4,3 Liter Normverbrauch sind eine reizvolle Kombination. Zumal sich diese im Praxistest auch noch als enorm leise und laufruhig erwiesen hat. Der Vierzylinder agiert akustisch sehr dezent, sowohl vom Kaltstart weg als auch bei hohen Drehzahlen. Während der Einstieg ins Dasein eines XF-Besitzers bei 41.350 Euro beginnt, werden fürs Spitzenmodell knapp 68.000 Euro fällig. Mit Allradantrieb sind es 70.390 Euro. Beides ist für das Gebotene keine Unsumme. Wir bewegen die Top-Raubkatze mit ihren 380 V6 PS auf der nordspanischen Rennstrecke von Navarra. Wow! Unterwegs mit dem Jaguar XF auf dem Circuito de Navarra. Das kann man natürlich für einen absoluten Blödsinn halten, mit einer Oberklasse-Limousine für 5 Personen, die komfortabel sein kann, auf eine Rennstrecke zu gehen. Aber die Raubkatze schlägt sich hier wirklich sehr gut, als wäre es ihr Stammrevier. Jaguar hat dem XF ja einerseits einiges an Ballast abtrainiert. 190 Kilogramm sind es maximal, je nach Modellvariante, die man Gewicht gespart hat durch reichlich Aluminium. Das merkt man hier im dynamischen Einsatz. Andererseits hat Jaguar auch dieser Oberklasse-Limousine feinste Zutaten spendiert. Zum Beispiel die Vorderachse des Sportwagens F-Type und auch die elektromechanische Lenkung aus diesem Sportwagen. Und das merkt man natürlich auf der Rennstrecke hervorragend, zusammen mit dem Allradantrieb, der an sich alle Kraft auf die Hinterräder gibt und bei Bedarf bis zu 50% auf die Vorderachse auch geben kann. Dadurch bringt der Wagen hier die 380 V6 PS der Spitzenversion sehr gut auf den Asphalt und man hat so viel Spaß, dass ich jetzt noch einige Runden drehen werde. Deutlichen Fortschritt spürt man beim neuen XF unter anderem in den neuen Motoren, im verstellbaren Fahrwerk oder in der sanft und intelligent agierenden 8-Gang-Automatik vom deutschen Spezialisten ZF.
So ist der Jaguar XF der leichteste und effizienteste seiner Klasse. Und ich denke mal, da wird es in manchen, sogar Geschäftsfuhrparks, vielleicht Änderungen geben, wo bisher immer nur das deutsche Trio gestanden hat.